Time. Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des Radioclubs Böcklerplatz. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier beim Radioclub Böcklerplatz, beim Magazin Stammtisch. An der Moderation Franco Clemens, an der Technik Niki Liebrich. Wir widmen uns heute erneut dem Thema Überwachung und in diesem Zusammenhang habe ich nochmal Florian Wächter vom Bündnis Stop Watching Us eingeladen, um nochmal vertiefend darauf einzugehen, wie das denn jetzt weitergehen soll mit der ganzen Geschichte. In diesem Sinne, wir hören erst ein bisschen Musik. Ja, mir gegenüber jetzt der Florian Wächter vom Bündnis Stop Watching Us. Guten Abend, Florian. Hallo, guten Abend. Florian, ein bisschen abgekämpft heute, Tag der Aufzeichnung, 26. ziemlich spät abends schon nach der Demonstration hier in der Kölner Innenstadt mit fast 300 Leuten. Wie war's? Es war wunderbar. Es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich, das Thema ist brandaktuell. Ich hätte mir mehr Menschen schon irgendwo erwartet. Aber, und das ist ja auch unser Ziel, wir möchten Menschen erreichen. Mir ist klar, dass nicht jeder Mensch oder jeder Bürger auch vorher wusste, dass heute eine Demonstration stattgefunden hat am 26. Wir hatten aufgrund dessen ja auch einen sehr langen Demonstrationszug gewählt. Und ich habe einfach gemerkt, dass sehr viele Menschen Interesse hatten. Wir haben sehr viele Infoflyer gedruckt gehabt im Vorfeld, knapp 5000 Stück. Meines Wissens haben wir fast alle verteilt. Und das ist ein schönes Zeichen. Das heißt, dass die Menschen dieses Thema auch mitbekommen, dass den Menschen das präsent ist und dass sie sich auch weiter informieren möchten. Die Bühnenbesetzung war wieder gut gemischt, also zwischen Basisengagierten und ein bisschen Prominenz. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten im Gegensatz zu den letzten zwei Demos auch ein paar Namen, die eigentlich etwas bekannter sind, auch aus der Politik, weil die einfach im Bundestag vertreten sind. Wir hatten den André Hunko zum Beispiel von den Linken dabei und auch den Volker Beck von den Grünen. Es war bei uns auch ganz wichtig, dass wir nicht nur politische Statements rüberbringen möchten. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass zum Beispiel Mehr Demokratie der Jörg Eichenauer dabei war, der einfach auch sich von der Politik so ein bisschen abhebt und den Bürgern, und ich meine, es haben knapp 30% der Menschen nicht an der Wahl teilgenommen. Und wir müssen auch diesen Menschen letztendlich zeigen, dass Politik nicht nur ein Kreuzchen auf einer Wahlliste ist, sondern Politik kann jeder Mensch für sich selbst bewirken. Es gibt einfach Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Volksentscheid, wo man sich selber einbringt. Und ich hoffe, dass das auch heute rübergekommen ist. Das nachhaltige Einbringen in so einen Themenkomplex wie Überwachung, NSA, hat ja auch in eurem Sinne dazu geführt, dass man jetzt auch mal einen medialen Durchbruch erreicht hat. Also es wurde im Vorfeld berichtet über eure Aktion, im Kölner Stadtanzeiger zum Beispiel, wie ich las. Aber auch andere Medien haben sich heute dann für die Veranstaltung interessiert, was ja eigentlich auch aus Sinne von Basisengagierten durchaus als Erfolg gewertet werden kann, oder? Auf jeden Fall. Und es ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, gerade um die Bürger zu erreichen, brauchen wir einfach die Medien. Und letztendlich sind die Medien selber auch von betroffen. Weil wenn der Überwachungsstaat, beziehungsweise, ich möchte es noch nicht mal so krass titulieren, einfach diese ganze Überwachungsaffäre von den Geheimdiensten so weitergeht und wir uns nicht dagegen wehren, dann haben auch Journalisten in Zukunft ein Problem. Gerade der Journalismus, die Reporter, die versuchen, uns aufzuklären, auch letztendlich in brenzliche Situationen Aufklärung erzielen. Diese Menschen würden in Zukunft gehindert werden, wenn wir diesen Überwachungsapparat weiterhin tolerieren. Und auch Whistleblower, ich benutze jetzt einfach dieses Wort, weil das mittlerweile medial doch sehr weit verbreitet ist. Es heißt einfach jemand, wie zum Beispiel Edward Snowden, der Sachen mitbekommen hat. Er hat ja nun mal bei der NSA gearbeitet und hat diese Information gesammelt, abgegriffen gezielt und hat diese verteilt, verbreitet. Ohne so einen Menschen wie Edward Snowden würden wir gar nicht wissen oder zumindest nicht bewiesen wissen, was dahinter steckt und was passiert ist. Und das müssen wir schützen. Ja, es war ja nicht die erste Demo, ich kann mich daran erinnern, auch vor einigen Monaten schon, als du begonnen hast, dort Demonstrationen zu veranstalten, hatten sich ja auch gleich auch die Journalistengewerkschaft mit auf die Bühne gestellt in Form von Dr. Frank Überall und hat im Namen der Journalisten auch dort klar Stellung bezogen, insbesondere denen, die auch im investigativen Bereich unterwegs sind und auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit der Überwachung einhergeht, dass da möglicherweise einfach Pressefreiheit mit unterwandert wird und nicht zuletzt sogar unsere Demokratie in Frage gestellt ist, denn nun ja, mit der Überwachung des Handys von Frau Merkel sind wir jetzt einen Schritt weiter, da gehen wir gleich nochmal. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mir gegenüber immer noch der Florian Wächter vom Bündnis Stop Watching Us, das ich hier nach
haltig gegen den Überwachungsstaat einsetzt und auch da mit vielen Aktionen und Demonstrationen in dieser Stadt schon geglänzt hat. Lieber Florian, Stichwort Relevanz des Themas. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Monaten war es noch sehr, sehr schwer, überhaupt dafür ein Gehör zu finden und alle versuchten irgendwie das kleinzureden. Selbst die Politik nur mit einem halben Ohr dabei, beziehungsweise, Herr Profiler, die Diskussion ist schon beendet. Jetzt hat man doch den Eindruck nach der Enthüllung, dass selbst die Frau Merkel scheinbar selber Opfer von Überwachung geworden ist. Ist es auf einmal jetzt wieder wichtig? Also sprich, solange wir Bürger überwacht werden, halb so wild, aber wehe dem ich als Bundeskanzlerin. Wie ist bei dir da der Eindruck? Ja, also ich meine, so blöd, wie es letztendlich klingt, natürlich habe ich mich erstmal, als es rausgekommen ist, gefreut. Weil es hat natürlich auch unsere Demobewegung unheimlich gepusht. Andererseits habe ich mir auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Also ich muss auch immer weiterhin darüber sehr grinsen, wenn ich das höre, auch mit der Merkel. Es ist eigentlich ein Skandal. Dieses Überwachungsthema ist schon seit einigen Monaten präsent. Wir haben unsere Demo, wie gesagt, am 27. Juli das erste Mal gehabt. Edward Snowden kam im Juni mit den Leaks, also beziehungsweise mit den Informationen über diesen Überwachungsskandal. Und jetzt, wenn eine Person überwacht wird, auch wenn es unsere Bundeskanzlerin ist, soll es jetzt ein Skandal sein? Und vorher wurde im Prinzip kleingeredet. Vorher wurden im Prinzip 80 Millionen potenziell überwacht in Deutschland. Und auch andere Länder. Ich meine, Frankreich ist überwacht worden, was vor kurzem noch mal rauskam. Es sind aber auch Präsidenten in Mexiko überwacht worden, auch in Brasilien. Nun muss man sagen, dass die Südamerikaner mit den Mexikanern und den Brasilianern letztendlich die Courage hatten. Und als es direkt rauskam, dass da eine Überwachung stattfindet, da wurde nicht groß nachgefragt, sind es die Bürger gewesen, sind es die Präsidenten gewesen. Allgemein kam raus, es wurde überwacht, also hat man dementsprechend auch diplomatische Möglichkeiten in die Wege gezogen. Das heißt, da muss dann auch mal ein Diplomat der Vereinigten Staaten dann wirklich da antanzen und letztendlich Rede und Antwort stehen. Und in Deutschland? Jetzt haben sie letztendlich die Diplomaten erst dahin bezogen und musste Rede und Antwort stehen, als die Merkel überwacht worden ist. Und was war vorher, als die ganzen Bundesbürger überwacht worden ist? Nichts. Es ist ein Skandal. Böse Zungen behaupten ja natürlich, das müsste sowieso jedem klar gewesen sein, dass natürlich auch die Politik hier im Fokus stand. Allerdings, es geht jetzt ja nicht nur um einen einfachen Stilbruch diplomatischer Beziehungen unter sogenannten Freundesstaaten, sondern hier geht's wirklich darum, dass über die Überwachung von Staatsoberhäuptern befreundeter Staaten natürlich eine Grenze überschritten worden ist, die einen massiven Vertrauensbruch mit sich bringt, oder? Definitiv. Also ich finde es auch ganz gut, dass jetzt auch durch diese Situation letztendlich auch im EU-Parlament darüber mehr gesprochen wird, letztendlich auch der Bundestag sich damit mehr auseinandersetzen muss. Ich habe heute auch noch gelesen, dass jetzt selbst bei den Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und CDU/CSU da wohl auch das Thema mit aufgegriffen wird. Ich möchte mich jetzt nicht so weit auslehnen, weil ich jetzt nicht genau mitbekommen habe, inwieweit das geht. Es wäre wünschenswert, wenn die SPD so viel Mut aufbringen würde und es definitiv klipp und klar auf den Tisch bringt. Lassen wir es abwarten, aber es ist schon mal ein erster Schritt getan. Es ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Also wir haben den Amerikanern auch viel zu verdanken, das sollten wir nicht vergessen. Es ist ein Spannungsfeld da zwischen einer tatsächlichen Bedrohung über den internationalen Terrorismus, aber eben auch ein Missbrauch unter diesem Vorwand einer Totalüberwachung, dem jede Grundlage fehlt, indem man einfach komplette Völker im Datenverkehr überwacht. Schwieriges Thema ist sicherlich, welche Konsequenzen können wir ziehen? Das werden wir gleich nochmal besprechen. Wo geht's denn jetzt lang? Auch für euch. Ja, also natürlich wissen wir jetzt alle, für uns bricht jetzt erstmal der Herbst ein und der Winter, es wird kühler. Das heißt, eine große Demonstration, auch auf Bundesebene, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr wirklich erleben. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt einfach Leute erreicht, auch medial, und möchten dann auch demnächst für Seminare, Krypto-Partys, das heißt, wir möchten aufklären, wie können Menschen verschlüsseln, einladen. Das heißt, wir werden jetzt noch gezielter auf die einzelnen Menschen eingehen und freuen uns, wenn sich die Leute dementsprechend auch anschließen, anschließen. Ja, lieber Florian, ein abendfüllendes Thema. Wir könnten sich von verschiedenen Seiten noch weiter aufregen. Ich bin Pragmatiker. Die Frage ist, ich weiß, dass sich hinter dem Bündnis Stop Watching Us also nicht nur empörte Bürger drin artikuliert haben, sondern auch viele Fachleute drin sind, die sich ein bisschen mit Überwachungstechnik, Computertechnik, Netzwerken und so weiter auskennen. Insofern stellt sich für mich jetzt die Frage, wo liegen denn so eurer Meinung nach die Stoßrichtung einer politischen Forderung? Was können wir tun? Ja, also für uns ist erstmal natürlich ganz wichtig,
dass wir eine Aufklärung schaffen. Das heißt, eine Transparenz muss geschaffen werden. Aufgeklärt sind wir? Nein, nicht ganz. Das Problem ist, es gibt sehr viele Verträge, die kursieren, wo wir letztendlich keine Einsicht bekommen haben und auch bisher nicht geplant ist, in Zukunft Einsicht zu bekommen. Das heißt, für uns ist einfach wichtig, eine Aufklärung der Öffentlichkeit über sämtliche Überwachungsmaßnahmen. Das heißt auch über die Hintergründe. Wie funktionieren die Programme? Was werden für Programme eingesetzt? Und vor allem die Funktionalität. Was heißt Datensammlung? Da möchten wir einfach Transparenz schaffen. Des Weiteren, und das ist der Punkt, den ich eben auch schon kurz ein bisschen angesprochen habe, dass wir dementsprechend auch die ganzen geheimen Abkommen offenlegen. Wir möchten natürlich auch über die ganzen Gesetze, die zur Überwachung und Zusammenarbeit der Geheimdienste geschaffen worden sind, möchten wir Transparenz haben. Natürlich ist uns ein großes Anliegen, auch die dementsprechenden Überwachungsapparate und Mechanismen, die bekannt sind, abzuschaffen bzw. zu stoppen. Das wäre jetzt namentlich sehr bekannt, weiterhin PRISM natürlich, aber auch Tempora, X-Keyscore wäre jetzt zum Beispiel ein Softwareprogramm. Wir wünschen speziell jetzt für Deutschland, weil das auch weiterhin noch ein sehr brandaktuelles Thema ist, auch keine Vorratsdatenspeicherung. Wir wünschen uns natürlich auch auf EU-Ebene keine Vorratsdatenspeicherung. Es wäre natürlich anzustreben, das Ganze sogar am besten weltweit nicht auszuführen. Der Schutz für Whistleblower, Edward Snowden ist jetzt einfach wieder ein ganz großer Name dahinter, hat einfach ein Riesenproblem. Wir müssen uns vorstellen, damit er uns diese Information geben konnte, hat er letztendlich sein Leben aufgegeben. Er hatte vorher einen Job, er hatte Familie. Er hätte auch einfach diese Karriere weiterführen können. Und jetzt lebt er in Russland. Er hat nicht die Möglichkeiten, diese Landesgrenzen zu verlassen. Das heißt, wir wünschen auch Schutz für Whistleblower. Schutz für Menschen, die diese Informationen in die Weltöffentlichkeit tragen. Letztendlich sind wir natürlich auch für die Wiederherstellung unserer Grundrechte. Mhm. Ich gehe mal stellvertretend so mal ein bisschen jetzt in die Rolle des kritischen Zuhörers. Nachvollziehbar, Schutz für Whistleblower, völlig klar. Bedarf es dringendst. Denn im Moment läuft ja eher eine Kriminalisierung einher, bis hin, dass die Staaten Angst vor Amerika haben, diesem Mann überhaupt Asyl zu geben. Die Frage nach der Transparenz von der Art der Verträge, die abgeschlossen werden, um sie nach den Qualitäten zu prüfen, gegenprüfen zu können, nach welchen Kriterien dort überhaupt recherchiert wird, ist auch nachvollziehbar. Das Abschaffen eines Geheimdienstes in Anbetracht der realpolitischen weltweiten Situation, ist es nicht illusorisch? Bedarf es nicht auch einer Institution wie einem Geheimdienst, der unseren Staat, unsere Bürger tatsächlich faktisch vor Terrorismus oder demokratiefeindlichen Tendenzen schützt? Auch wenn wir die letzte Zeit erfahren, dass man manchmal den Eindruck hat, wer ist eigentlich hier der Gute und der Böse? Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, wo wir uns auch sehr viel beschäftigt haben. Deswegen haben wir in unserem Forderungskatalog bisher auch noch nicht gesagt, dass wir definitiv Geheimdienste abschaffen möchten. Das ist ein Feld, da möchten wir einfach gerne, und dafür sind auch alle Bürger, die auch jetzt hier zuhören, angehalten, sich uns anzuschließen, dass wir dieses Thema auch ein bisschen weiter aufbereiten. Uns geht's erstmal um diese Programme, die einfach keine Rechtfertigung haben, abzuschaffen. Und uns geht's erstmal um, wie gesagt, um die Verträge, dass wir da Transparenz schaffen. Und wir möchten Transparenz schaffen in der Zusammenarbeit der verschiedenen Geheimdienste. Die andere Sache ist, und das sollte gerade jetzt auch, ich greife mal zurück, wegen Merkel, wegen dem Telefonat, oder den Telefongesprächen, die abgehört worden sind, jedem klar sein. Die NSA hat uns gesagt, und auch vorher Profala hat uns letztendlich auch mitgeteilt, dass die NSA nur überwachen möchte, um letztendlich dem Terrorismus Einhalt zu gebieten. Ich wage mich jetzt einfach die These aufzustellen, ist unsere Bundeskanzlerin eine Terroristin? Ich hoffe und denke nicht. Aber gerade hier sollte jedem klar sein. Das ist eine zugespitzte Polemik. Natürlich. Aber sie sollte ja zugestehen. Es sollte das ist auch richtig so. Last but not least, du lädst die Menschen ein, sich nicht nur an den Demonstrationen zu beteiligen, sondern auch an eigenen Positionen mitzuentwickeln. Da sind wir mal sozusagen beim engagierten Werbeblock. Wo kann man euch denn erreichen? Wo kann man denn mitdiskutieren? Wo sind die nächsten Aktionen? Lieber Florian Wächter. Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass du es ansprichst. Weil ich ja schon oft jetzt oder viel aufgefordert habe, dass Leute sich beteiligen. Wir sind jeden Donnerstag um oder ab 19 Uhr, man nennt es erstmal C4 abgekürzt, das heißt Chaos Computer Club Cologne. Und zwar findet ihr uns in Köln-Ehrenfeld. Das ist auf der Heliostraße Nr. 6a. Einfach vorbeikommen, wie gesagt, jeden Donnerstag ab 19 Uhr sind wir direkt vor Ort. Wir werden natürlich auch weitere Seminare sind wir momentan am Vorbereiten. Wir möchten Leute
treffen, wir möchten Krypto-Partys machen, sprich wir möchten aufklären, wie kann ich meine E-Mails verschlüsseln, wie kann ich vielleicht sicherer telefonieren oder sicherer generell mein Handy benutzen. Diese Termine sind noch nicht ganz fest, werden wir aber natürlich auf unserer Webseite veröffentlichen. Ah, der da kommen beste, wir zum Schlüssel. Genau. Wir entschlüsseln es zurück. Es gibt eine Webseite, wie heißt die denn? Ja, und zwar wäre das Cologne, mit C natürlich geschrieben, .demonstrare.de. Also cologne.demonstrare.de. Richtig. Dort wird alles so, was so an Aktionen und Angeboten im Raum steht, kommuniziert und man kann dich anmailen, gegebenenfalls auch anrufen. Das geht da auch, auf jeden Fall. Okay. Lieber Florian Wächter, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir bleiben dran, der Bürgerfunk, dem interessiert das nämlich auf jeden Fall. In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. So, liebe Bürger und Bürgerinnen, das war wieder der Radioclub Böcklerplatz mit dem Magazin Stammtisch. An der Moderation Franco Clemens, an der Technik Niki Liebrich. Bleibt uns gewogen.